Für mich geht es um die Suche nach dem Ich. Für eigentlich fast alle Personen an diesem Abend. Über die Suche nach der Definition von Glück, Selbstverwirklichung, von Bestätigung auf unterschiedliche Art von Männern und Frauen. Und das äußert sich bei Phaedra eben in diesem Teil ihres Lebens in der Liebe zu ihrer Schwiegertochter. Dass du manchmal so ätzend zu mir sein musst, auch das liebe ich an dir, Königin. Nenn mich nicht so. Dann nenn du mich nicht mehr Hexe. Dass ein Stück über so viele Jahre, Jahrhunderte, manchmal Jahrtausende überlebt, heißt, dass es zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Art interessant ist. Das sind so universelle Gefühle, Abgründe in Menschen, die es zu so einer allgemeinen Gültigkeit bringen, die gar nicht so abhängig ist von gewissen Tendenzen in der Gesellschaft jetzt heute oder so. Natürlich hat Frau Haratischvili aufgrund der Lage in Georgien daraus was sehr Aktuelles gemacht, was die Menschen in Georgien mehr betrifft noch als uns, die dort wohl sehr verbreitete Homophobie, gerade auch was die Kirche angeht oder die Verbindung von Kirche und Staat, wo die Kirche sehr viel Einfluss auf Sichtweisen, auf Moral nimmt. Und dagegen hat sie sich gewandt mit dieser Umschreibung auf diese Liebe zwischen zwei Frauen und nicht zwischen Königin und ihrem Schwiegersohn, sondern ihrer Schwiegertochter. Verrate dich nicht. Das ist mein Gebet an dich. Und das eigentliche Thema, was ich noch interessanter finde als diesen georgischen Aspekt, ist der menschliche Aspekt in der Figur Phaedra, die Frage einer Frau, die schon eine gewisse Zeit ihres Lebens gelebt hat, die schon zwei Kinder großgezogen hat. Was ist eigentlich mein Ich? Wann war es mal da? Wo ist es geblieben? Wie finde ich es wieder? Gab es das überhaupt? Und trotzdem, und das finde ich ganz, ganz wichtig und auch ganz, ganz toll an dem Stück, ist sie nicht einfach ein Opfer, die von ihrem Mann gehindert wurde, sich selbst zu entwickeln und die jetzt durch die Liebe mit der jungen Frau endlich dahin kommt, sondern sie ist auch eine sehr zwiespältige, nicht durchweg positive Figur, was ich sehr mag. Ich spiele sehr gern solche Figuren. Hast du mir überhaupt zugehört, was ich dir gerade gesagt habe? Das geschieht jeder in deinem Alter. Du bist deswegen nicht weniger schön und nicht weniger anziehend.